bis hin zu mir selbst. Wenn ich mit mir selbst nicht klarkomme bisher, mich selbst nicht annehme, liebe, unterstütze, je unbewusster einer ist, desto mehr wird er sich einen Partner suchen, der ihm etwas bietet, was er sich selbst schnulzen, besungen, I need you, I need you, I need you. Schön. Wenn das Universum dir eine Freude machen möchte, dann kriegst du ein Problem. Genau, wunderschön. Robert, wenn wir mal direkt einladen, jetzt zum Thema Beziehungen zu kommen. Ja. Jahr 2021, was siehst du da in der Welt? Und gerne auch gerne in die Praxis reingehen. Wie funktioniert denn eine gelungene Beziehung? Was macht für dich eine erfolgreiche, eine glückliche, eine Beziehung auf Augenhöhe aus? Gerne auch mit Praxisanleitungen. Wie gelingt es den Menschen, gemeinsam langfristig auch den Weg zu gehen, vorausgesetzt, die Seelen haben es verabredet, sie wollen auch diese Begegnung und sich nicht immer wieder im Kleinkrieg oder in Dramen oder Egoverstand sich immer wieder zu bekriegen, ja? Ja, das bedarf der Öffnung für ein ganz neues Menschenbild. Das heißt, geht nicht vordergründig darum, wie komme ich mit anderen Menschen oder einem Mann, einem Mann, einer Frau, einem Partner, einem Beziehungspartner klar, sondern erstmal die erste Beziehung, darf man nicht vergessen, ist die Beziehung zu mir selbst. Wenn ich mit mir selbst nicht klarkomme bisher, mich selbst nicht annehme, liebe, unterstütze, wie einen besten Freund, eine beste Freundin behandle, dann geht das mit einem anderen Menschen garantiert schief. Weil mit dir hast du 24 Stunden zu tun. Das heißt, es gilt also erstmal zu schauen, was ist mein Menschenbild und was ist mein Selbstbild? Wie denke ich über mich? Ja, wie fühle ich mir gegenüber? Wie denke ich über meinen Mann sein, meine Frau sein? Wie denke ich über meinen Körper? Liebe ich den? Ja, da kommen die Gefühle. Erst wie denke ich und wie fühle ich? Beides hängt sehr eng zusammen, weil Gedanken produzieren Gefühle. Also, was denke ich über meine Männlichkeit, Weiblichkeit? Was denke ich über meine Gefühle? Was denke ich über meinen Charakter? Was denke ich über meinen kleinen Jungen oder mein kleines Mädchen? Was denke ich über meinen Werdegang? Bin ich in Frieden damit? All das ist in mir gespeichert, in unserem sogenannten feinstofflichen Energiekörper. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Erfahrung. Und die Frage ist, wie sehr bin ich im Frieden mit dem, was ich bisher erfahren habe? Was ich ja bewusst oder meist oft unbewusst erschaffen habe. Mit meinen Exen bin ich im Frieden mit denen, also die können mich mal am, ne? Das alles bringst du in eine neue Beziehung ein. Darum ist das die erste Frage, wie stehst denn, wie sieht deine aktiv gelebte und gefühlte, gedachte Beziehung zu dir aus, dann also mentale, emotionale, spirituelle und physisch-körperliche. Wie behandelst du dich, wie denkst du über dich, wie fühlst du über dich, all das. Du bist der erstmal der wichtigste Mensch in deinem Leben, für den wir unsere Schöpferverantwortung übernehmen dürfen und das darf sich erstmal jeder bewusst werden. Je unbewusster einer ist, desto mehr wird er sich einen Partner suchen, der ihm etwas bietet, was er sich selbst nicht bieten kann. Und das ist einer der größten eben Faktoren für den Misserfolg, wenn es mal mit diesem Begriff nennen ist, für das sogenannte Scheitern. Wobei ich sage, alle Beziehungen sind erfolgreich. Ich mag das Wort Scheitern nicht, sondern es sind wichtige Erfahrungen. Erfahrung zum Aufwachen. Wenn du 15 Mal verlassen bist, dann darfst du machen mal einen Kopf kratzen, dann könnte es was mit mir zu tun haben. Als Beispiel. Ja? Deswegen sind die meisten Beziehungen jetzt im Zuge der Transformation dieser Menschheit, wird Beziehung komplett neu definiert werden. Denn was zu Ende geht und was nicht mehr lebbar sein wird, ist die Beziehung der Bedürftigkeit, die auf einigen Irrtümern beruht, nach dem Motto, da gibt es jemanden draußen, der hat die Fähigkeit, mich glücklich zu machen. Der kann mir etwas geben, was ich mir nicht geben kann. Das ist Unfug. Wird aber nach wie vor in allen Tausenden von Songs, auch in modernen Songs, schnulzen, besungen. I need you, I need you, I need you. Ne? Man kann, und dann wird oft ergänzt, hey, when I don't get you, I kill you. Ja? Robert, ich feiere das gerade so sehr, dass du es sagst, ja. Weil genau das war das Gespräch vor ungefähr 2 Monaten, wo wir zufällig im Radio mal einen Song angemacht haben. Ich konsumiere nichts von Nachrichten. Und genau das, wie viel Schmerz die Industrie macht, ne? Mit dem Schmerz der Menschen, die nicht aufgewacht sind. Wow, danke. Ja, das bringt sehr viel Umsatz, diese Dinge, nicht nur unglückliche Beziehungen. Ja? Denn wer unglückliche Beziehungen hat, der muss sehr viel konsumieren als Ersatzprodukte und so weiter. Ja, ob es Filme sind oder Wein ist oder sonst was. Ja, also das ist einer der größten Irrtümer. Deswegen habe ich mein Buch Wahre Liebe des Freie geschrieben, aber auch die anderen raus aus den Handschuhen und wird zu normal sein oder glücklich sind genau darauf bezogen. Heißt, wir dürfen merken,
was für ein Unsinn, welche Irrtümer haben wir bisher geglaubt. Und das ist natürlich dann herausfordernd, weil viele haben zurzeit keinen Partner. Und viele sagen, ich brauche aber einen Partner. Und wenn ich sage, ich brauche einen Partner, ist in dem Wort brauchen schon der Mangel enthalten. Wer glaubt zu brauchen, sage ich, der zieht einen an, der auch im Mangel ist. Heißt, Braucher sucht Braucher oder Bauer sucht Frau. Ja, und dann sage ich, die zwei, die kommen auch zusammen, Gleiches zieht Gleiches an und die gründen dann eine Verbrauchergemeinschaft. Auf Deutsch. Ja, die verbrauchen sich ganz schön. Ne? Das heißt, das ist dann so ein Deal, so eine Handelsgemeinschaft, wie eine Firma. Du liebst mich, aber dafür liebst du mich zurück, ist klar. Aber wenn du mich nicht zurück willst, bist du ein Arsch, dann verlasse ich dich, klar. Ne? Das hat eben mit Liebe nichts zu tun. Das sind kleine, hungrige, einsame, ängstliche und verletzte Kinder, die dann zusammenkommen und die sich das Leben gemeinsam schwerer machen, als es je allein geschafft hätte. Ja, und das hast du heute Land auf, Land ab, immer noch in der Welt. Und das geht jetzt zu Ende. Das heißt, diese Beziehungen gehen viel schneller zu Ende, weil die Enttäuschung viel schneller kommt. Es wird alles schneller aufgedeckt. Ja, so wie in der Wirtschaft oder im Sport die Skandale viel schneller aufgedeckt werden jetzt angesichts der Transformationsenergie, die hochschwingend ist, wird es genauso im privaten Bereich. Ja, da fliegen die Beziehungen auseinander. Oder die kratzen sich beide am Kopf und sagen, machen wir es mal neu. Wollen wir da auf einer ehrlichen Basis anfangen? Bist du bereit, mir Raum und Zeit zu geben, damit ich mich um mich kümmern kann und ich gebe dir den Raum und Zeit? Sind wir bereit, wahrhaftig miteinander zu reden? Sind wir bereit, die Kinder in uns wahrzunehmen, die verletzten, ängstlichen, süchtigen, nach ne, sogenannter Liebe süchtigen Kinder? Dann können die Beziehungen, das habe ich sehr oft erlebt, auch in meinen Seminaren, da waren schon Leute getrennt und die waren am Abend, sagten die, wir machen es nochmal. Und das ist sehr schön und sehr, sehr berührend, weil Menschen können verstehen, warum Partnerschaften und Ehen bisher scheitern und in die Langeweile kommen. Da gibt es viele Punkte, die habe ich alle beschrieben, zum Beispiel dieses Gewöhnen. Meinen Partner, sagen viele Frauen, mein Mann, wer ist das? Ach, das ist nur mein Mann. Ja? Nach dem Motto, an den habe ich mich gut und gern gewöhnt, wie an mein Sofa. Dann bilden wir uns ein, den Partner zu kennen, obwohl wir uns selbst kaum kennen. So ich sage, wir kennen von uns keine 5%. Und die 5%, die stehen auch genau am Kopf. Ja? Also, und dann soll ich den Partner kennen. Wir kennen seine Reaktionsschema. Wenn ich sage Buh, dann macht er auch Buh. Ja? Aber mehr nicht. Von daher ist es ziemlich arrogant zu denken, ich kenne meinen Partner. Sobald einer anfängt zu glauben, er kennt seinen Partner, fängt diese Beziehung an zu sterben, behaupte ich. Oh, stark. Robert, wenn du jetzt in dein Leben mal reinschaust, so ein paar, zwei, drei kleine Learnings, wie ist Robert mit 16 Jahren in eine Beziehung gegangen, wie mit 25, 30, 40, also welchen, du hast es ja live also, erlebt. Mhm. Bei mir ist das große Thema des Frauenrettertums gewesen, denn ich bin das fünfte Kind von fünf Kindern und meine Mutter war 42 und schon ein paar Mal operiert und der kleine Robert dann sieht das Elend der Mutter und verurteilt den Vater, der 1910 geboren war, Kriegsgefangenschaft und so weiter, der mit gebrochenem Herzen aus dem Krieg kam und schlägt sich dann als kleiner Junge auf die Seite der Mutter. Und dann In welchem Alter hast du dich auf Mamas Seite geschlagen? Ja, als frühen Kindschein schon, früher Kindheit. Mutter, ich habe mittags den Abwasch von 10 Leuten gemacht, in der Hoffnung, dass meine Mutter länger lebt. Also, da kann sie Mittagsschlaf machen, dann lebt sie ein paar Jahre länger. Das war meine Denke. Ja? Ich habe schon im Kindergarten versucht, Frauen zu retten. Eine Freundin, was mal Ulrike Mengwasser hieß, die ist die Mutter gestorben im Kindergarten. Der kleine Robert geht hin, so mit 4, 3, 4, 5 Jahren, was mir ehrlich war. Ich sage, Ulrike, mach dir nichts draus, ich heirate dich, haben wir das Problem gelöst, okay? Ja, und das hat sich dann in meinem Leben noch zweimal vollzogen. Ich war einmal verheiratet 7 Jahre lang und einmal 11 Monate. Das waren, ja, die darf ich auch segnen, die 11 Monate. Früher hätte ich gedacht, das waren 11 Monate zu viel, aber es gehört zu meiner Erfahrung. Ja, da habe ich also lange für gebraucht, dass ich Frauen rieche auf 100 Meter, oh, die will wieder gerettet werden. Und das sagt, lass die Finger davon, das bringt kein Glück. Ja, und die Welt ist voller Retterbeziehungen, Vater, Tochter, Mutter, Sohn, therapeutischen Beziehungen und so weiter. Und da kann die Liebe nicht überleben. Ja, das war meine Erfahrung und ich bin heute sehr ziemlich froh. Ich sage nicht, die Tür ist zu für eine Partnerschaft, aber ich bin seit fast 10 Jahren ohne Partnerin. Und das ist eine schöne, auch schöne Lebensleistung, muss ich sagen, um das Wort mal zu nehmen. Mit sich selber gut klarzukommen, gesund zu sein, gut drauf zu sein,
nicht in Burnout zu rutschen, viele Freunde zu haben und ja, in seiner Mitte zu sein und sich selbst, das eigene Leben sehr spannend zu finden. Und das finde ich nach wie vor, das fand ich eigentlich immer spannend. Schön, dass du es so beschreibst. Ich beschäftige mich ja viel mit Da Vinci und Sokrates und Teslas dieser Welt. Und das Spannende ist, was du gerade ansprichst, dass Sokrates beispielsweise, der hatte ja diese zankische Frau Xantippe. Und genau durch diesen Streit hat sie ihn quasi immer auf die Straßen getrieben, so dass er quasi machen und tun und propagieren konnte, lernen konnte, um sein Meisterwerk zu hinterlassen. Da Vinci hat sich gar nicht gebunden. Einige sagen homosexuell. Ich persönlich glaube es nicht. Ich habe ihn mal besucht. Im Mittelalter quasi, ich habe auch eine kleine Reise gemacht, weil es mein Mentor ist, so, der sich auch für sein Werk entschieden hat und sich bewusst gegen die Liebe entschieden hat und sagte ich, oder Tesla, der sich komplett in Hotels eingeschlossen hat und wiederum sagte, sie werden keinen besonderen Erfolg von einem jemals verheirateten Mann finden. Also das heißt, die Genies, die haben ganz bewusst, Einstein, ich bin kein geselliger Mensch, in den Memoiren von ihm hat man gefunden, also ganz bewusst das Alleinsein gesucht. Du willst nie wieder praktisches Erfolgswissen verpassen? Hier kannst du unseren Kanal abonnieren und hier findest du den Weg zum Genie-Podcast, wo wir die größten Genies aus dem Grab auferstehen lassen und dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit präsentieren.